In Europa hatten wir sehr große Drehbuchautoren. Aber als sie geschrieben haben, war es leider so, dass das Kino noch nicht erfunden war. Wenn Maupassant, Dickens, Manzoni und Tschechow heute leben würden, dann würden sie für das Kino schreiben. Und dann hätten wir vielleicht einige Probleme weniger mit dem amerikanischen Film. Arif Aliyev, Sergei Bodrov und Boris Giller, den Produzenten. Meine Damen und Herren, ich darf Johnny Depp vorstellen. I just wanted to say thanks from Jim, so thank you. This year. Der Felix-Preis für den jungen europäischen Film des Jahres geht an Some Mother's Son. Sie sehen hier einen ganz erstaunlichen Film. Bitte verzeihen Sie mein Englisch. Gespielt von einem hervorragenden Schauspieler. Die Akademie freut sich sehr, Sir Ian McKellen einzuladen, hier seinen Felix in Empfang zu nehmen als europäischer Schauspieler des Jahres 96. Bitte kommen Sie zu mir auf die Bühne. Meine Worte wurden von William Shakespeare geschrieben, Richard III. Und demzufolge, glaube ich, hatte ich einen unfairen Vorteil gegenüber allen anderen Schauspielern. So lange dauert es, einen Briefumschlag aufzumachen. Es ist mir eine Ehre und Freude, anzukündigen, dass Breaking the Waves den Preis Europäischer Film des Jahres gewonnen hat. Es ist großartig zu gewinnen. Lars und Peter haben in den letzten Tagen immer gesagt, ach, wir wären wirklich gerne auf Platz 2. Das habe ich nie geglaubt. Ich wollte nie Platz 2. Ich wollte immer die Nummer 1 sein. Ich freue mich, hier zu sein.